Ja, servus Leute. Jetzt will ich mal ein bisschen Red Tides Art of War, oder eigentlich heißt es Art of War Red Tides. Es ist ein Multiplayer-Online-Spiel. Ich dachte erst, das wäre ein mittelalterliches Spiel, aber es scheint nicht so zu sein. Irgendwie habe ich mich da falsch informiert. Herausgegeben von Game Science, wie man unten sieht. Und Logon with Steam-Account. Ja, ich werde hier einfach mal reinhauen. Guck mal kurz in der Option. Ich will einfach nur sehen, wie die Auflösung ist. Optionen sind nicht verfügbar. Das ist die Beta-Version. Ich muss mich beeilen, der Server ist nur noch 2 Tage online, dann wird die abgestellt und der Server wird er. Beziehungsweise dann läuft die Beta ab und der Server wird erstmal für ein paar Tage ausgestellt oder für ein paar Monate, so wie es da stand. Ich logge mich mit Steam-Account ein. Ja. Ach so, your commander name is. Nämlich. Noch ein Brigade. Bestätigen. Wir machen das Tutorial natürlich, denn ich weiß ja von nichts hier. Ich habe mir das anders vorgestellt. Also das Video, was ich gesehen habe, das sah ganz anders aus, irgendwie mittelalterlicher. Und also ziehen wir uns jetzt erstmal hier das Tutorial rein. Drawfire. Noch mal gerade gegen Trainer. Okay. Die schießen doch schon. Wer bin ich denn? Ah, alles klar. Let us summon Crossbowman. Okay, ich muss jetzt einen verkaufen hier. Einer wird verkauft. Click minus to sell the unit. Jetzt eine weg. Pavida can protect Crossbowman from Damage? Vom Damage? Okay, let's have a try. Das Spiel ist verfügbar in Englisch mit etwas schlechter Übersetzung oder in Russisch. Also gehen wir mal davon aus, wir wissen, wer der Entwickler ist. So. Gekauft. Wir gehen rein. Ich weiß nicht, was ich mache. Draw Fire. Oh ja, jetzt sieht es ein bisschen besser aus hier. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts anklicken. Ich kann nur nach links und rechts schieben hier. Es sieht ein bisschen besser aus. Jetzt scheinen wir es auch tatsächlich zu schaffen. Ich kann wieder raus oder rein scrollen gerade. Und jetzt greifen wir dieses Schiff hier an. Oh, das war mein Tutorial. Das sieht fast aus wie so ein deutscher Stahlhelm mit irgendwie so Hörnern dran. Hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht, weil ich kann wieder was steuern. Okay, kann ich hier auch noch irgendwas machen? Ich kann nichts anklicken. Ich kann eigentlich die kämpfen hier automatisch. Werden jetzt wieder verrecken. Und jetzt muss ich hier gleich wieder irgendwas verkaufen. Okay, wir kaufen jetzt also einen Sentinel. Wahrscheinlich zeigt er mir nur, was ich wann wie kaufen muss, wenn ich es nicht schaffe. Ich muss also ein Sentinel mitnehmen, offensichtlich. Aber es sieht schon cool gemacht aus, auf jeden Fall. Ich kann keine Grafik hier einstellen. Trotz allem sieht es ziemlich geil aus. Okay. Was kommt als nächstes, wo ich nichts machen kann? Oh, das konnte ich gar nicht so schnell lesen. Anti-Cloaked Units. Und die hauen uns ganz schnell weg hier. Das ist natürlich auch so. Doch, den habe ich doch geschafft. Ne, den habe ich nicht geschafft. Scout can detect cloaked units, also verdeckte Einheiten. Nehmen wir den dazu. Ehrlich gesagt, ich verstehe hier gerade erstmal auch nicht wirklich viel. Also, dass ich hier und da ein paar Einheiten auswechseln muss oder andere mitnehmen muss, damit das hier besser läuft. Dominating. Gut. Würde auch gerne mal irgendwann dann, also mal gucken, wie es dann gegen andere Spieler aussieht. Okay, Scout bestätigt. Oh, jetzt haben wir ein anderes Bild hier. Commander Skill. Commander, prepare yourself. The battle is about to begin. Auto use Commander Skills, okay.
Bombing Run can deal damage to all enemies within targeted area, kostet 200 Gold. Hier soll ich das hinhauen? Echt jetzt hier, ja? Oh, oh, oh. Okay. Schon wieder fertig hier oder was? Okay, wieder Bomben benutzen. Da sind aber noch Einheiten. Jetzt sollten wohl alle weg sein. Komplimentiert. Gut, Bomberang ist durch. Also ungewöhnliches Tutorial, wo man nicht selber was machen kann. Einheit, die Fähigkeiten der Einheiten. Commander, prepare yourself. The battle is about to begin. To invest checkpoint to upgrade the unit, okay. Upgrade. Okay. Let's have a try. Dann let's have a try. Aber ich kann sie nicht positionieren. Das sind also moderne Katapulte. Ja, sieht doch ganz gut aus. Alles klar. Nicht viel verstanden hier. Ah, Beta halt, ne? Early Access und dann noch eine Beta. Exercise. Alles klar. Üben. Prepare yourself. The battle is about to begin. Click to produce units to join the battle. Welche soll ich nehmen hier? Ich nehme erstmal den hier. Jetzt habe ich ja nicht mehr viel übrig. Jetzt kann ich noch den dazu nehmen. Scout. Und noch so einen einfachen Kämpfer. Dominating. Ich habe einen Trainer gekillt. Okay, die laufen automatisch irgendwie dahin. Godlike, das ist schon godlike hier, ja. Ich guck mal kurz, ob ich noch irgendwas dazu nehmen kann. Ne, kann ich nicht. Achso, hier, den hätte ich auch upgraden können. Ne, kann ich jetzt gerade nicht, aber den hier vielleicht. Aber, wie man sieht, meine Einheiten sind noch dabei. Good friendly wild fun. Upgrade mine to speed up collection of soul essence to produce more powerful units. Soul essence mine is upgrading. Oh, das Ding hält aber viel aus. Da wurde Gold fallen gelassen. Den hier, vielleicht kann ich den upgraden. Okay, der wurde upgraded. Den kann ich nicht upgraden, aber ich stelle hier noch einen her. Okay, jetzt muss ich es wohl ein bisschen schneller machen. Okay, nicht vor der 25. Welle. Auch nochmal aufwerten. Und produzieren. Ich verstehe nicht, warum ich den nicht aufwerten kann. Gut, jetzt habe ich 6 davon, 5 von denen hier, dann mache ich jetzt mal 3.
Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich kann irgendwie nicht rausscrollen gerade hier, fällt mir auf. Und ich kann die auch nicht... Ich kann sie nicht selber steuern, die laufen wohl automatisch irgendwie nach vorne. Den kann ich auch nicht aufwerten. Ich glaube, ich brauche nur so einen Cloak-Unit, so einen Scout hier. Our troops are unstoppable. The enemy base is just ahead. Legendary. Ach, guck mal, hier vom Ding kann ich auch noch herstellen. Und noch ein Airstrike hier. Oh, guck mal, das ist noch die andere Basis. Legendary. Upgraden. Und kaufen. Wie sieht's denn jetzt mit den... Ah, hier kann ich immer noch nicht auf... Oh, scheiße, das Ding ist ja richtig heftig. Get him fierce, da kommt der Trainer. Der hat so ein Automat. Habe ich den selber? Doch, den habe ich upgraded. Ja. Hier kann ich nicht upgraden, ich weiß nicht wieso. Irgendwann ist hier auch Schluss, sehe ich gerade. Was war das? Was war das jetzt? Airborne. Okay, hier. Oh shit. Oh shit. Um mir einhalten. Da kommen alle meine Einheiten. Man sieht also, die sind relativ lange unterwegs hier. Wow. Wir müssen das alles mal ein bisschen schneller machen hier. Ich kann nicht aufwerten. Wieso kann ich nicht aufwerten? Das nervt. Wow! Mortus, was kann der? Okay, Flammenwerfer. So, jetzt bin ich bereit für den Kampf, oder wie? Geht's weiter? Oh. Level up to level... Okay. Medic. Medic ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob man die separat noch steuern kann, dann. Das würde mich mal interessieren. Ja, komm, mach zu. Okay, jetzt bin ich im Most Valuable Player. Warum auch immer. Ich habe relativ viel Gold, Essenzen und so. Ja, okay, Economy. Truppen, Knochenbrigar. Scheiße. MVP, keine Ahnung, was das bedeutet. Also ich weiß, was es bedeutet, ich weiß nur nicht, warum ich das bekommen habe. Bekommt das jetzt jeder hier, wie er will, oder was? Belohnungen, okay. Gut, bin ich durch hier. Victory, also back. We will be back for the first win of the day in any mode. Okay. Das ist so eine Daily Quest habe ich jetzt hier in Terran, with Terran in any mode. Army Setup. Also es ruckelt hier komischerweise, dabei habe ich hier eigentlich 90 FPS gerade. Auch wenn ich nicht mit 90 aufzeichne, aber ja, ist halt Beta alles hier. Terran. Okay, ist ausgewählt. Terran 1. Gut. Kann ich jetzt noch welche dazu nehmen? Ich habe ja alle ausgewählt. Den Medic habe ich noch nicht. Bin ich noch nicht Level 1? Okay, also kann man... Man kann ja alle zusammen anzeigen lassen oder einzeln. Mass Production. Click Unit for Set Units for Mass Production. Nee, das mache ich doch separat. Ähm
Jetzt weiß ich nicht, wo geht's denn hier weiter? Was ist das denn hier? Terran 1. Ja, okay, gut. Ja. Ah, Quick Play. Mein Quick Play. Hier gibt's eine Arena, Daily Quest, Quick Play. Drei gegen drei Quick Play, Start Game. Ich habe noch kein Team hier, keine Freunde, weil ich ja auch erst angefangen habe. Offensichtlich warte ich jetzt. Ich hoffe, das geht gleich gut los. Da das Spiel jetzt ungefähr. Oh shit. Jetzt wird's interessant, denn ich habe keine Ahnung. Ich spiele offensichtlich mit asiatischen Kollegen. Habe ich doch gewählt, Mann! So, und den auch noch dazu? Okay. Ah! So, sind Japaner oder Chinesen hier? Weiß ich nicht. Das ist irgendwie auf Russisch, Chinesisch und was weiß ich nicht. Ich spiele hier also mit anderen Kollegen zusammen, die ich nicht verstehen würde, wenn sie schreiben würden. Entschuldigung. Leichte, Titel. Okay, es geht los. Commander, prepare yourself. The battle is about to begin. Also müssen wir jetzt schnell machen hier. Okay, doch, jetzt kriege ich einen dazu. Kann ich jetzt noch nicht aufwerten. Okay. Ich kann leider nicht raus und rein scrollen. Ich kann hier eigentlich gar nicht. Die rennen automatisch nach vorne. Ich kann also, ich kann sie nur produzieren hier. Wie man sieht. Wenn ich sie jetzt mit der Maustaste hier irgendwie anwählen wollte, also mit links oder rechts, mache ich hier eigentlich gar nichts. Außer dass ich die jetzt hier nur die Karte verschiebe. Mit Scrollen funktioniert auch nicht. Tasten habe ich keine Ahnung. Tja, wo stehen denn diese Levels und alles? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Muss ja also schnell sein jetzt. Die kommen auch näher. Mir gehen hier auch langsam jetzt die Einheiten aus. Oh, da kommt, da kommt schon der Kollege. Ich sollte eigentlich vielleicht ein bisschen mehr speichern hier vorher und dann loslegen. Okay, jetzt sind meine Einheiten weg hier. Scheiße. Jetzt kommen die anderen. Jetzt erst kommen die anderen. Hoffentlich ist es so, die clashen automatisch aufeinander. War da ein Hakenkreuz gerade? Ich habe ein Hakenkreuz gesehen, ich schwör's. Die clashen wohl automatisch aufeinander. Und... Upgrade. Jetzt kann ich ihn auch upgraden hier. Den auch aufwerten. Mehr als zwei ist gerade nicht drin. So, die laufen wohl alle automatisch hier und man kann nichts großartig machen. Ich meine, für kurzweilige Unterhaltung ist es eigentlich ganz nett. Okay, da wurden schon ein paar wieder gerade weggehauen hier. Scheiße, eigentlich, wenn ich, das Blöde ist, wenn ich jetzt weiter diese Einheiten hier produziere, kriege ich nicht wirklich viel Kohle. Viel von diesen Steinen. Drei, mehr als drei ist nicht drin, okay. Das sind zum Beispiel nicht meine Einheiten. Das sehe ich. Kann ich jetzt mal aufwerten hier? Ah! Jetzt wird die Mine aufgewertet, okay. Unstoppable. Meine Truppen kommen. Meine Truppen sind gerade gar nicht da, oder was? Schade, dass man sie nicht irgendwo noch hinlegen kann. Und
wieder aufgewertet. So, wie viel kann man davon? Immer nur eine? Hab ich echt zu wenig. Wer ist denn der Typ hier? Aber komm, jetzt kommen meine Truppen. Wo sind eigentlich überhaupt meine Truppen? Hier unten sind meine Truppen. Das sind meine Truppen. Alter, jetzt kommen die mit einer Armada von Scheiß an nach dem anderen hier. Meine Mine ist noch am Upgraden. Oh Gott, wie lange soll das dauern? Also, natürlich muss man hier erstmal ein Level dazu bekommen, aber bei uns sieht es ganz gut aus hier offensichtlich. Machen die das automatisch? Ich muss da irgendwie Hotkeys geben oder so. Ich kann es leider nicht gucken, tut mir echt leid. Demnächst mache ich es aber mal. 800 plus 400. Heißt 1200. Das heißt, ich lasse sie jetzt kämpfen. Ah, jetzt kann ich ihn nehmen. Und er kommt dazu. Ja, einen von denen hier. Ich mit meinen Mini-Truppen. Also okay. Okay, ich habe gerade einen Aussagegefecht gesetzt hier. Es macht Laune, muss ich sagen. Es macht Laune. Also, kann man nicht meckern. Jetzt, was ist das hier? Cloaking Ability. Okay. Ability. Ability. Ich hab grad Ability. Keiner gehört, glaube ich. Okay, nee, macht Spaß auf jeden Fall. Also, kurzweilige Unterhaltung hier.